Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Herzlich willkommen zurück zu Forza Motorsport 3. Heute mit dem Ford GT auf der Nürburgringer Nordschleife. Wir werden heute einige Duelle fahren. Wir hatten das ja schon zuletzt in der Amalfiküste oder an der Amalfiküste. Und, oder war das die Amalfiküste? An einer Küste. Und heute wollen wir uns dementsprechend auch auf der Nordschleife irgendwie hier durchsetzen. Ja, und ich habe mich jetzt schon beim letzten Mal ein bisschen geärgert, dass wir jetzt hier einen Ford GT haben. Nicht, weil ich das Auto nicht cool finde, sondern aus dem einfachen Grund, weil ich mir denke, hey, eigentlich wäre für die Nordschleife so ein GT3 oder so passender gewesen. Und zuletzt hatte ich ja die Überlegung, GT3 oder Ford GT, habe mich für den Ford GT entschieden. Ja, und ich hoffe, dass wir jetzt halbwegs performance-technisch dranbleiben. Wir haben einige Fahrzeuge hier, die relativ ordentlich performen werden und mal schauen. Ein Porsche GT2 ist unter anderem auch mit dabei, deswegen erlaube ich mir hier tatsächlich auch mal die 600 Leistungspunkte mal auszureizen von Klasse A, was ich ja die letzten Male nicht gemacht habe. Aber mal schauen. Wir haben drei Durchgänge. Jeder Durchgang sollte 2 Kilometer, glaube ich, sein. Das Gute ist, mittlerweile bin ich recht vertraut mit der Nordschleife. Ich glaube, damals war das noch ganz, ganz anders. Werden wir durchs Karussell fahren? Start wird sehr wichtig. Bitte lass mich nicht gegen den GT2 fahren. Okay, Alter. Wenn ich das Duell in der Tasche habe, habe ich es in der Tasche. Also dann ist das Event nicht mehr ganz so schwierig. Ja, das Losfahren ist natürlich sehr wichtig. Okay, ich schätze mal, das ist... Wait. Das ist insgesamt 6 Kilometer pro Lauf. Okay, dann ist das Losfahren nicht ganz so wichtig. Wisst ihr, was das Wichtigste ist? Top Speed. Zumindest hier auf der Strecke. Also auf dem Streckenabschnitt. Weil die Strecke hier enden dürfte mit der Döttinger Höhe. Mein Gott. Der Ford GT ist ja Wahnsinn. Der ist auch in neueren Forza Horizon Spielen oder so sehr stark. Ist oft einfach ein gutes Meta-Auto. Über 4 Sekunden Vorsprung. Es ist definitiv ganz anders, als ich es erwartet hätte. Ich sag, wie es ist. Für mich war... Also in meiner Vorstellung waren wir hier komplett unterlegen. Aber vor allem auch hier auf der Döttinger Höhe haben wir ein leichtes Spiel gegen den. 290, Leute. Ich bin 5 Sekunden schneller als das zweitschnellste Fahrzeug. Der GT2 wäre vielleicht ohne... Wow, aber wait. Da bin ich jetzt mal gleich auf die Zeiten gespannt. Der GT2 wäre ohne die Anfangskollision ungefähr so schnell wie der Audi, der aber 30 Leistungspunkte weniger hat. Wie schwach wäre das denn bitte? Also eigentlich würde ich bei Porsche sehr viel mehr erwarten. Deswegen, vielleicht sind die einfach sehr, sehr schwach gebobbt hier. Krass. Krass.
Ja, also in dem Abschnitt sollten wir eigentlich relativ gut uns durchsetzen können jetzt. Ich probiere einfach, mich weiter zu optimieren. So, sorry, dass es nicht eng wird jetzt gegen die anderen, zumindest bei diesem einen Einzel-Event. Ich finde es auch krass, was für lange Abschnitte sie genommen haben. Also da hätte ich eventuell eher etwas kürzere Abschnitte genommen, glaube ich. Weil im Endeffekt ist es ja schon so, dass man hier auch etwa doppelt so lange Läufe hat, wie zum Beispiel jetzt bei den letzten Duellen, die wir gefahren sind. Und da waren wir ja nur mit der B-Klasse unterwegs, hier sind wir ja schon mit der A-Klasse unterwegs und trotzdem doppelt so lang zu Werk. Bro, es ist verrückt, was hier zeitentechnisch noch drin ist. Ja, ist halt eine Nordschleife, ne? Ich denke mal, wenn du ein bisschen besser fahren kannst, wirst du auf der Nordschleife direkt schon ordentliche Zeitenverbesserungen hinlegen halt. Ich glaube, das ist eine Strecke, wo der Skill Gap extrem groß ist. Sekunden. Die Kurve geht voll in dem Auto. Ich bin gerade maximal verwirrt, dass die Kurve da voll ging. Ja. Das wird, glaube ich, so eine stabile 2.16.17 sein. Ja, 2.17.2. Hallo Audi. Das ist unfassbar. Ah, der GT2 ist noch ein bisschen schneller, okay. Auch mal interessant, den Generationen, in dem Fall zwei Generationen Unterschied zu sehen zwischen den GT2 993 und 997. Boah, 3500 Erfahrungspunkte pro Event, das ist natürlich dann schon ordentlich. Das ist not bad. Wow. Mückenstich. Gegen wen fahren wir jetzt im Finale eigentlich? Ja, jetzt hat natürlich der GT2 so ein bisschen, ich sag mal, ungünstiges Pflaster, dass der halt immer jetzt gegen mich in Lauf 1 fahren wird. Wollte gerade sagen, der Erste, der wenigstens mal nicht rüberzieht, oder zieht er halt volle Kanne rüber. Ist aber auch mal okay. Dann fahren wir mal hinterher. So, und was nun? Ja. Kann man hupen? Ja. Warte immer noch darauf, dass der mal ein bisschen das Tempo anzieht. Das ist ein absolut wahnsinniges Auto, ey. Den würde ich jetzt echt gerne nochmal gegen die KI fahren. In der Saisonmeisterschaft. Ich hätte jetzt aber auch echt gerne mal Windschatten mitgenommen. Das Problem ist, wenn ich halt mit 260, 70, 80, vielleicht 90 irgendwie angedackelt komme, dann bist du wahrscheinlich 2 Sekunden in seinem Windschatten höchstens und dann wieder weg. Ey, die Geschwindigkeit, die du hier durch diese Kurve mitnehmen kannst, ist absolut phänomenal. Wenn ich das mal mit zum Beispiel Gran Turismo 7 vergleiche,
Da gibt es ja die Streckenerfahrung mit dem BMW M6 mit harten Reifen. Und mit dem, ich meine, das sind halt jetzt Sportreifen oder so. Und mit dem M6 kommst du da halt gerade so durch. Ja, mit dem passenden Lenkeinschlag, dem passenden Anfahren der Strecke und so weiter und so fort. Aber du bist da schon auf letzte Rille. Du musst da nicht lupfen. Musst aber hier anscheinend auch nicht. Deswegen, ich finde den Ford GT gerade absolut faszinierend. Also ich bin komplett begeistert gerade von diesem Fahrzeug. Okay, 5 Kilometer Länge. Das ist jetzt von der reinen Kilometerzahl ein bisschen kürzer, aber wir sind auf jeden Fall an einem etwa gleich langen Abschnitt, glaube ich, hier dran, weil ist halt nicht mehr die Döttinger Höhe dabei. Und Stage C dürfte dann... die Stage davor sein. Die Frage ist, wo beginnt es? Irgendwo bei Bergwerk oder so? Oder ist das jetzt nach der Döttinger Höhe? Nee. Doch? Nee. Weiß nicht, ob diese Linkskurve da vorne Bergwerk ist, aber das meinte ich auf jeden Fall. Oh, hier geht's jetzt bergauf. Hab ich ja ganz gut abgeschätzt, so die 5 Kilometer. Das viel länger übersetzte Getriebe ist natürlich auch ein Faktor hier. Durch die Kurve läuft. Und das war noch nicht mal ganz das Limit. Jetzt müssen wir durchs Karussell. Oh mein Gott, der hat aber auch Grip. Ey, ich bin gerade wirklich sehr aggressiv beim Rausbeschleunigen gewesen, dass das hier ungemütlich wird. Oh. Ich war ein wenig optisch irritiert durch Karussell. Kann ich hier voll durch? Da hätte ich in Real Life tatsächlich mal fast den Ford Fiesta weggeschmissen, mit dem ich vorhatte, in der RCN zu fahren. Oh, Alter. Weil ich da außenrum überholt wurde von, ich glaube, einem GT3 war das in dem Moment auch. Und ich wollte lupfen, um Platz zu machen. Und bei Front-Front, also Frontmotor, Frontantrieb, ist es ja schon so, wenn du vom Gas gehst, Heck wird sehr schnell leicht. Hab dann natürlich sofort wieder Gas gegeben und das Auto abgefangen. Also lief dann doch gut und reibungslos alles. Wäre furchtbar gewesen, da am ersten Tag direkt schon mal irgendwas an Zwischenfällen zu haben beim Testfahren da. Hätte ich natürlich nicht gewünscht. Mate. Oh, jetzt hat er gegen den Audi A8 gewonnen, tatsächlich. Krass. Also der Audi A8 dann scheinbar auf den Geraden schneller als der Porsche GT3 RS müsste sein. 997. Ja. Sauber. Nein, der Ford GT ist hier einfach eine Wucht. Also, das muss man wirklich gerade einfach mal so sagen.
Der Ford GT ist absolut crazy. Ja, und das Ding bei der Nordschleife ist auch, natürlich ist es wichtig, eine gute Kurvenlage zu haben. Leistung zu haben ist aber auch enorm wichtig. Also du hast halt Höhenunterschiede, die man leicht mal unterschätzt, wenn man nur die Videospielvarianten kennt. Und man muss halt nicht mal die Nordschleife gefahren sein, um das mal abzuschätzen, wie die Höhenunterschiede sind. Lauft mal irgendwie so ein paar Abschnitte der Strecke so entlang, also als Zuschauer. Und dann seht ihr, was da abgeht. Guckt euch da mal um. Das ist schon unfassbar, was für Höhenunterschiede hier zurückgelegt werden. Wenn ihr dann die Spielversion kennt, dann müsst ihr das halbwegs noch übertragen. Ja. Und dann sieht man auch, wie heftig das halt im Zweifel ist. Und da brauchst du natürlich, wenn du bergauf fährst, enorm viel Leistung. Aber so oder so sind es auch einfach sehr viele sehr schnelle Kurven. Also die Nordschleife ist ja jetzt nicht im Prinzip wie Monaco, wo du sagst, hey, das ist halt quasi so die langsamste Strecke ever. Da muss man, wie bei der Formel 1, quasi eine Ausnahmeregelung machen, dass man da mal weniger Kilometer fährt als die normalen ungefähr 305 Kilometer, damit sie nicht viel zu lange fahren. will ich wissen, was das für ein Auto ist? Nein. Sehr gut, wir wissen noch nicht, was für ein Auto es ist. Wir werden es gleich sehen. Auf der Nordschleife ist es natürlich auch so, es ist zwar eine enge Strecke, gemessen an den Geschwindigkeiten, die man da fährt. Es ist auch eine Strecke, die keine Fehler verzeiht. Insofern, es hat schon ein paar Ähnlichkeiten zu Monaco, ja. Aber worin sie sich halt natürlich elementar unterscheiden ist, mit was für einer Durchschnittsgeschwindigkeit fährst du hier durch. Weil du bist hier natürlich schon irgendwie, oh Gott, mach denselben Fehler, Dave, wie bei dem GT2. Machst du super, Dave. Machst du super. natürlich ist man hier geschwindigkeitstechnisch in einem ganz anderen Universum unterwegs. Also im Prinzip, wenn man das hier beobachten, so, wir sind bei 220 gewesen, jetzt sind wir hier bei einer Kurve, die sehr langsam ist, verhältnismäßig. Ich meine, wir haben ja jetzt kein Formel-1-Auto, ja. Wir haben ein normales Auto und trotzdem sind wir bei 120 km/h, womit wir hier durchfahren konnten. In Monaco, keine Ahnung, da sind einige Kurven, die du sehr viel langsamer nimmst als die hier. Aber zum Beispiel das hier, das ist eine schnelle Kurve, nimmst du voll. Genauso auch theoretisch der Fuchsröhre runter. Du fährst hier komplett voll durch. Und der fünfte Gang bringt ja auch nichts, weil du verlierst zu viel, im vierten zu bleiben. Da sind wir jetzt auf 257 hoch. 207 km/h durch Mutkurve. Das sind verrückte Geschwindigkeiten, mit denen du hier durch musst. Ja, und dementsprechend ist es natürlich wichtig, auf der Nordschleife auf Tempo zu kommen. Auf Tempo zu kommen und natürlich dann auch auf Tempo zu bleiben. Aber was das Fahrzeug angeht, natürlich erstmal auf Tempo kommen. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass wir eventuell, boah, wo werden wir jetzt starten, den Abschnitt? Also wenn es jetzt Stage B ist, wo wir als nächstes hingehen, dann könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass wir vor Fuchsröhre starten. Aber Forst wäre eigentlich fast schon zu spät. Ich glaube, vor Fuchsröhre können wir starten. Das wird wahrscheinlich jetzt der kurvenlastigste Anteil sein, den wir bis jetzt hatten dann. Ja. Tschüss. Ach, da ist der Porsche. Okay. Ich wollte schon sagen so. Macht's gut, Strecke. Macht's gut, Strecke. Macht's gut, Porsche. So. Mhm. Wie, das Auto wird mir jetzt nicht schön präsentiert. Das ist natürlich schade. Natürlich gucken wir es uns so an. Was ist es? Alfa Romeo war es zuletzt. Oh Gott, ist es ein S-Auto? Nee, hä? Kann sein, dass ich gar kein Auto bekommen habe. Ich glaube, es ist der
Also ich meine, es ist der Jaguar. Nee! Ich hab den R8 bekommen. LOL! Also, der hätte mich viel zu viel gewöhnt schon. Ja, okay, nice. Ich hab den Audi R8 bekommen. Dann wissen wir, was wir beim nächsten Mal fahren. Weil wir fahren jetzt, ganz kurz. Kurz mal das Mikro noch richten. Wir fahren jetzt natürlich noch hier Stage B. Ich würde sagen, beim nächsten Mal nehmen wir den Audi R8 und fahren dann Stage A und die Meisterschaft in Saisonlauf. Mhm. Klingt doch nach einem Plan. Ey, gut, dass ich auch den Audi so ausgelassen hatte. Vielleicht, ich überlege gerade, vielleicht wäre es auch smart. Insbesondere, wenn man das halt so angeht, wie ich es mache, ja. Mit, ich möchte jedes Mal mein Auto wechseln. Dann zu überlegen, ob es nicht klüger wäre, zu gucken, was für Autos ich in Zukunft freischalten werde und die im Zweifel nicht zu kaufen, sondern dann halt zu gewinnen und dann zu fahren. Wäre vielleicht smart und vielleicht mache ich das jetzt auch dann gleich im Anschluss direkt. Ja, wir starten in Schwedenkreuz, also quasi vor Fuchsröhre. Ich habe schon gedacht, dass das letzte dann auf Schwedenkreuz endet. Wo ja der Audi R8 gar nicht so schlecht wäre, weil, das haben wir ja am Anfang gesehen, auf der Döttinger Höhe konnte er ja dann den GT3 RS besiegen. Was ihm ja anscheinend dann auf Streckenabschnitt C nicht gelang. Bro, das ist 280 km/h in der Fuchsröhre, was wir gerade gefahren sind, ne? Himmels Willen, ey. Prozent der Distanz haben wir schon abgeschlossen. Ey, Leute, der Grip von diesem Fahrzeug ist gerade einfach so unfassbar stark. Das ist crazy. Läuft. Läuft. 1,52,6. Ja, wenn es fahrzeugtechnisch keine große Competition gibt, dann probiere ich ja immer natürlich auch mich selbst herauszufordern und dann pacetechnisch zu gucken, komme ich da drunter oder nicht. Insofern 1,52,6 wäre jetzt die nächste Zielzeit. Mal schauen. Kann ich eventuell ihn außerhalb meines Windschattens halten bis zum Ende von Schwedenkreuz? Naja, okay, in der Kurve zählt er, das ist jetzt als Windschatten, schade. Ich wollte auch mal einen komplett erfolgreichen Versuch hier wagen, der auch komplett für die Zeitenmessung legal wäre. Um Himmels Willen, ey.
das wird, glaube ich, nicht wirklich schneller als 52,6. Ja. 53,0. Kann es sein, dass ich beide Male jetzt eine Zeit hatte mit 0,0 am Ende? Reicht das für die Doppel-0-Lizenz? So, gucken wir mal. Lauf 3 von 3. So, 52 Low ist noch drin für mich. Sagt er und legte den schlechtesten Start auf diesem gesamten Planeten hin, den je ein Fahrer hingelegt hatte. Auf geht's! Jetzt ist der Ehrgeiz nochmal kurz geweckt. Auf jeden Fall. Sekunden. Bei 50% sind wir bei 56 Sekunden ziemlich genau gewesen. Kann man natürlich nicht immer 1 zu 1 repräsentativ hochrechnen, aber wenn wir es jetzt schaffen, den Average Speed irgendwie aufrechtzuerhalten halbwegs, wäre das krass. Das könnte besser jetzt sein, aber bäm, 52,150, sauer. Das war nice. Ey Leute, der Ford GT ist auf jeden Fall eine geile Karre. Wenn ihr Forza Motorsport 3 spielt, schaut ihr euch gerne an. Super Auto. Und beim nächsten Mal werden wir wahrscheinlich ein anderes tolles Fahrzeug hier zu Gesicht bekommen, nämlich den Audi A8. Für dieses Mal war es das aber. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Wenn du siehst, lass gerne einen Daumen nach oben da. Aber auch sonst beim nächsten Mal wieder dabei sein. Bis zum nächsten Mal.